Hallo und willkommen zurück zu Fishing Planet. Wir sind an demselben See von gestern. Gestern standen wir da vorne auf dem Steg. Diesmal sind wir ein bisschen weiter links. Und das hat den Grund, dass hier links so ein Seerosenfeld ist und rechts so ein Seerosenfeld. Aber wir werden uns heute vermehrt um das linke Seerosenfeld da kümmern. Deshalb stehen wir hier und nicht an dem Steg. Denn heute soll es vornehmlich auf Barsch gehen. Wir gucken mal, ob wir so ein paar Dickbarsche hier rausziehen können. Natürlich nicht mit Köderfisch hier, wie wir das jetzt ausgerüstet haben, sondern mit einem Spinner bzw. mit Köderfisch. Ach, Köderfisch eigentlich schon mit Regenwürmern. Und ich würde sagen, mit den Regenwürmern fangen wir auch an. Und wir müssen ein bisschen weiter werfen, deshalb versuchen wir mal hier die andere Wurftechnik. Und gucken mal, ob wir da ein paar Barsche rausziehen können mit den Regenwürmern an der Pose. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch ein paar Trophies sehen. Nicht nur die kleinen Mini-Barsche hier, sondern auch die richtig dicken Brummer wollen wir haben. Und da zupft auch schon der erste. Der meldet sich direkt mal an. Jetzt muss er nur noch den Wurm nehmen und abziehen. Und dann können wir den ersten Fisch hoffentlich landen. Und da zieht er ab. Und der hängt. So, dann gucken wir mal, was wir diesmal an Land ziehen. Bei Regenwurm weiß man natürlich nie so genau, was da wirklich beißt. Aber wir haben einen Barsch. Leider kein Trophy. 0,3 Kilo, 28 cm. Eher der kleinere von den Barschen. Aber ein Barsch und deshalb ballt man den natürlich und packt ihn in unsere Tasche rein. Und werfen neu aus, denn wir wollen natürlich seine Mutter haben. Damit die wieder vereint sind zu einer Familie in unserer Tasche. Hier soll er keiner alleine im Wasser bleiben. Gerade 6 Uhr morgens, noch Nebel auf dem Wasser. Gucken wir mal. Gestern hatten wir ja auch ungefähr um die Zeit Erfolg auf Hecht. Also hoffen wir mal, dass das beim Barsch ähnlich aussehen wird. Und es zupft wieder. Beißen tun sie auf jeden Fall schon mal. Aber so richtig zupacken tut er dann doch nicht. Ja, wir warten mal. Vielleicht ist es ein größer und der ist ein bisschen misstrauischer als der kleine. Ja, zupft nämlich noch weiter. Und der hängt auch. Sehr gut. Gucken wir mal, was wir hier zutage befördern. Noch ein Barsch. Wieder 28 cm, 0,3 Kilo. Aber alles rein in die Tasche. Und dann werfen wir natürlich nochmal direkt dahin, denn Barsche sind natürlich Schwarmfische. Und das machen wir uns einfach mal zunutze und hoffen, dass einfach noch ein paar mehr davon stehen. Wir können natürlich auch gleich mal woanders hinwerfen. Und gucken, ob sie im Freiwasser rauben. Denn wir müssen sie natürlich finden für unseren Spinnerversuch, den wir gleich wagen werden. Ich bin gespannt, was wir da fangen. Das ist immer ein bisschen so eine Wundertüte wie Regenwürmer. Und da zieht einer ab. Oh, ist der größer oder hängt der nur da in den Bäumen drin? Da haben wir doch tatsächlich die ersten Trophy-Barsch. In der Tasche. Der zappelt ein bisschen, soll mal ein bisschen stillhalten, damit man ihn hier auch sieht. Aber den Gefallen tut er uns nicht. Ich kann ihn leider auch nicht festhalten mit der Hand, ich kann ihn nicht greifen. Na,
Jetzt hat er ein bisschen ausgewackelt. 40 cm, 0,84 Kilo. Kein schlechter. 17 Erfahrungspunkte leider nur. Die haben das Leveling-System geändert. Mit dem letzten Patch. Und ich habe ja erst nach dem letzten Patch angefangen. Und das Problem an diesem Patch ist, dass wir viel Erfahrungspunkte brauchen für ein Level. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Hier müsste das, glaube ich, sein. Ja. Oder? Ja, genau hier. XP to next level. Wir haben jetzt 7651 XP und brauchen 12.000 für Level 14. Und ich hätte echt mega Bock auf Florida und Colorado, aber Florida ist, glaube ich, Level 17 und Colorado gar nicht, auf Kalifornien. Aber Kalifornien ist Level 20 und wenn man jetzt sieht, dass sie so ein Fisch so, ich weiß gar nicht, wie viel es gerade gebracht hat, gerade noch gesagt, schon wieder vergessen, 17 oder so, 20, irgendwie so 20 um den Dreh auf jeden Fall pro Fisch. Und wenn man dann so ein paar tausend Punkte braucht, sind das schon einige Fische, die man fangen muss. Und wir werfen natürlich hier direkt mal in die Snaggerinos rein. So, wieder gelöst. Also das kann auf jeden Fall dauern, bis man da genug XP zusammen hat. Vor dem letzten Patch ist es noch nicht so extrem gewesen, hat man nicht so viele Erfahrungspunkte gebraucht. Deshalb werde ich noch ein bisschen angeln müssen, bis ich endlich nach Florida komme. Das ist auf jeden Fall mein nächstes Ziel. Und das werde ich auch irgendwann erreichen, früher oder später. Aber wir warten erstmal, ob jetzt noch ein Barsch kommt oder ob wir den Köder verloren haben. Normalerweise steht es dann da, aber ich habe manchmal den Eindruck, wenn der gesnackt war und ich ihn dann befreie, dass dann kein Biss mehr kommt. Das mag täuschen, aber anscheinend beweitet es sich wieder. Na doch, jetzt zupft noch mal was. Wenn es jetzt noch hängen bleiben würde, dann wäre ich sehr glücklich. Und da hängt's. Gucken wir mal, was war diesmal ein Land ziehen. Und noch ein Barsch. Sehr gut. Das geht besser als ich dachte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass der Regenwurm nicht ganz so selektiv ist. Aber wenn es mit dem Regenwurm so geklappt und die Barsche gerade da stehen, möchte ich doch direkt mal den Spinner rausholen und gucken, ob es damit auch klappt. Mal kurz die Bremse ein bisschen lösen, wenn wir dann da vor der Krautbank herangeln. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Barsch dran oder eine andere Überraschung. Ich lasse einfach mal, ja, so viel zur Überraschung. Erstmal direkt wieder hängen bleiben. Hindernisse sind also schon mal unter Wasser vorhanden. Da sollten noch ein paar drin stehen. Gucken wir einfach mal. Schön mit Stop and Go in Grundnähe. Wenn das nicht klappt, gehen wir eine Schicht höher ins Mittelwasser. Aber da haben wir schon einen. Gucken wir mal, was wir da dran haben. Na, nach dem Barsch sieht das nicht aus. Etwas länglich. Ist wahrscheinlich ein Hecht. Jawohl, ein Redfin Pickerel. Kleiner Hecht auf Spinner. Was ich mich frage, warum habe ich den goldenen Spinner, wenn ich eigentlich den silbernen ausgewählt habe? Den goldenen kann man nämlich auch kaufen, aber den habe ich nicht gekauft, weil ich eigentlich gedacht habe, mit den silbernen kann ich einen kleinen Köderfisch imitieren. Aber gut, vielleicht noch ein Anzeigefehler. Hoffen wir es einfach mal. Denn das wundert mich jetzt doch, weil die anderen Köder sind doch eigentlich immer ziemlich genau dargestellt. Aber gut, soll uns nicht weiter stören, solange wir Fische fangen. Nehmen wir auch einen goldenen oder silbernen oder was auch immer der in Wahrheit ist. Aber ein Hecht, den wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja Barsche fangen. Und jetzt steht der Köder da im Wasser, da muss man einfach mal anschlagen. Denn manchmal sind das Bisse, die etwas schwer zu erkennen sind. Manchmal ist es Gras, wo er aufliegt. Aber lieber ein Anschlag zu viel als zu wenig.
Da haben wir nämlich einen Kleinzupfer bekommen und direkt angeschlagen und dann hängt er auch schon. Und wir werden gleich wissen, was wir haben. Das sieht schon wieder nach einem Hecht aus. Ja, wieder ein Redfin Pickerel. Den lassen wir mal frei. Ich wollte den gerade eigentlich auch freilassen, aber ich habe natürlich auf Behalten geklickt, schon aus Reflex. Aber die Barsche, die müssen da auch irgendwo sein. Aber es ist natürlich auch so ein Raubfisch-Spot da. Da stehen sie natürlich alle. Und deshalb ist es vielleicht ein bisschen schwer, die da selektiv rauszufangen. Ist nicht ganz so easy anscheinend wie mit dem Regenwurm. Aber nur wer es versucht, kann es auch schaffen. Und vielleicht haben wir noch Glück. Immerhin fangen wir überhaupt was. Da wäre ich. Da habe ich einen kleinen Zupfer gesehen, dachte ich. Da wäre ich ihn echt manchmal froh, wenn ich, wenn ich so die Bisse bekommen würde. Da wäre es mir auch relativ egal, ob es ein Hecht oder ein Barsch ist. Aber hier scheint sich gerade kein Barsch blicken zu lassen. Jetzt müssen wir auch schon aus der Hot Zone da hinten raus sein. Bei 9 Metern sind wir irgendwo hier vorne schon. Können wir auch mal eben reinholen und nochmal neu auswerfen. So, vielleicht werfen wir ein bisschen weiter dahinter, dass wir ein bisschen die Seerosen da mitnehmen. Ein bisschen da durchziehen. Vielleicht stehen sie da drin. Oder wir hängen wieder fest. Eins von beiden wird schon passieren. Wenn jetzt keiner beißt, kein Barsch, versuche ich mal im Mittelwasser. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Ja, und da sind wir wohl in den Seerosen, aber Köder erfolgreich gelöst. Also weiter geht die wilde Fahrt. Und da haben wir irgendwas. Oh, das sieht nicht nach einem Barsch aus. Die Hechte sind auf jeden Fall aktiv. Die wollen wir eigentlich nicht, aber so ist das beim Spinnfischen. Da weiß man nie, was letztendlich dran ist. Und das ist eigentlich auch das Spannende beim Angeln, dass man einfach mal die verschiedenen Fischearten fangen kann und erst eigentlich im letzten Moment wirklich sieht, was man denn gefangen hat. Das ist hier im Spiel nicht anders. Da weiß man nie, was zum Vorschein kommt. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen langsam einkurbeln und dafür twitchen. Und gucken, dass ich den Köder so halbwegs im Mittelwasser halte. Was nicht immer ganz leicht ist. Aber versuchen kann man es ja. Aber die Fische scheint es auch nicht zu interessieren. Oh, da sind wir schon wieder zu hoch, aber wir sind auch schon wieder am Ufer hier. Na gut, dann nochmal ein Wurf durchs Kraut. Gucken wir, ob wir da mehr Erfolg haben. So, selbe Methode wieder. Ein bisschen twitchen. Auch wenn so ein Spinner natürlich nicht der perfekte Twitch-Köder ist. Aber Wobbler gibt's was im Spiel, aber die sind. Oh, da haben wir was. Aber die sind Level, lass mich nicht lügen, 33 oder so. Also die werden wir so schnell nicht sehen. Und ist das ein Barsch? Ich glaube, das sieht nach Barsch aus. Ja, man kennt die Silhouette im Wasser.
Wenn man jetzt hier genau hinguckt vor die Füße. Und da ist er. Trophy Yellow Perch. Sauber. Also auf Spinner fangen wir auch hier die Trophies. Das ist doch schon mal hervorragend. Getwitcht durchs Kraut. Das werden wir natürlich direkt nochmal versuchen. Gucken, ob wir nochmal Glück haben. Und vielleicht noch ein Barsch direkt hinterher landen können. Denn wenn der Schwarm einmal da ist, muss man natürlich schnell sein. Da kann man dann teilweise doch noch ein paar mehr rausholen. Zumindest in echt. Ich hoffe, in meinem Spiel ist es auch so. Sonst werden wir jetzt keinen fangen. Aber ja, wir haben einen gefangen. Und zwar ist ein Blattbarsch. Und kriegen ihn nicht mal los. Muss ich mal kurz die Bremse zumachen. Und dann können wir den auch schon lösen. Das geht zum Glück relativ gut. Wenn nicht, wäre auch nicht so schlimm. Die Köder sind nicht allzu teuer. Und man kauft die direkt im Fünferpack. In echt ist das ja manchmal schon ein teurer Spaß. Also wenn man da so ein 20-Euro-Wurbler dranhängt und dann einen Hänger hat, da kommt man schon in Schwitzen. Den möchte man nicht unbedingt verlieren. Und wenn man dann so einen Tag hat, wo man dann 4-5 Köder verliert, dann kann es schon mal schnell teuer werden. Aber diesmal haben wir keinen Barsch dran. Aber soll uns nicht stören. Wir versuchen es einfach weiter. Ich bleibe auch bei der Twitching-Methode, denn wo wir einmal mit Erfolg hatten, das werden wir einfach weitermachen. Und beten, dass es klappt. Sollen wir ein bisschen absinken lassen, damit wir in einer guten Höhe bleiben. Was war jetzt? Weiß ich nicht. Sah kurz aus, als wenn er... Na, da haben wir irgendwas. Aber das sieht schon wieder nach einem Hecht aus, wenn er hier so links und rechts und kreuz und quer... Jawohl. Ein Grass Pickerel. Na gut. Die Hechte sind anscheinend aktiver oder schneller am Köder als die Barsche. Soll uns aber nicht stören. Ich versuche mal noch da vorne am Steg mit dem Regenwurm was zu reißen, wenn ich so weit werfen kann. Das werden wir gleich herausfinden. Denn unterm Steg stehen ja eigentlich auch immer so ein paar Fische. Mal gucken, ob das hier auch so ist. Kann ich so einfach da drunter werfen mit so einem Superwurf? Ja, von oben bestimmt nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay, dann machen wir das anders. Dann werfen wir davor. Gucken wir mal, wie genau der zielt. Jetzt haben wir dahinter, oder was? Auch gut. Oh, was ist das? War das? Ist das hier ein Biss, oder was? Irgendwie wackelt das hier so komisch. Oh, ich glaube, es ist ein Biss. Oh, aber ich weiß nicht, ob er... Nee. Das war zu früh. Aber irgendwie da komisch am Rumzappeln. Da wusste ich nicht genau, ist das jetzt schon am Abziehen oder nicht. Na gut, auf jeden Fall sind da schon mal Fische, das ist schon mal gut. Da habe ich nämlich noch gar nicht versucht zu angeln. Aber können wir einfach mal machen. Denn wir haben ja schon sowohl auf Kunst als auch auf Naturköder ein Trophy-Barsch gefangen. Ja, ich glaube, der backt einfach rum, weil der da halb auf Land liegt. Aber wir ziehen einfach runter und dann setzen wir ihn davor. So macht man das. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, der Wurm liegt noch oben drauf. Das wäre ein bisschen ungünstig. Aber... Sind das schon Zupfer oder ist das nur Zittern, weil er da irgendwo so halb dranhängt? Ich glaube, bald kommen auch Fiederruten. Da hätte ich auch mega Bock drauf. Allerdings wären ein paar Rotaugen ganz geil. Wobei gibt es auch so Golden Shiner und sowas. Das wird wohl irgendwie sowas ähnliches sein wie Rotaugen und Brassen und keine Ahnung was alles. Für Karpfen müssen wir leider bis nach Kalifornien und dafür brauchen wir erstmal noch ein halbes Jahr an Levelfarben. Oh, den habe ich mir direkt mal hier rausgerissen, den Fisch. Gucken wir mal, was wir da am Steg rausziehen. Ein Redbreast Sunfish. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht gefangen. Interessant. Releasen wir aber mal, denn wir wollen ja Barsche haben. Und es würde mich schon wundern, wenn die nicht da stehen an dem Steg.
Ja. Also das mit der Wurfgenauigkeit, das ist nicht so ganz hervorragend. Der geht schon wieder zu weit rechts. Aber den ziehen wir einfach wieder drüber. Und lassen ihn da so reinplumpsen. Perfekt. Und dann gucken wir mal. Nicht im Barsch da rausziehen können. Eigentlich wäre so ein Steg auch mal perfekt zum Dropshotten. Ich mache das immer am Kanal an der Spundwand lang. Das geht auch ganz gut. Ohne Boot. Aber Boote kommen ja auch bald. Und ich hoffe, dann kommen sie auch irgendwann zur Dropshot-Methode. Denn ich glaube, ursprünglich kommt die ja sogar aus den USA. Wenn die Entwickler hauptsächlich aus den USA kommen. Ich glaube, das ist wieder so ein kleiner, so wie der wieder geflogen ist. Dann sollten die Methode ja kennen. Und auch irgendwann mal einführen. Und wir haben hier tatsächlich noch den Barsch bekommen. Das ist sehr gut. Also auch am Steg stehen sie noch. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht noch einen mit. Ich weiß gar nicht, ob die auf Köderfisch gehen. Vielleicht wenn man. Na gut. Schild hat nur Bass. Mal gucken, was bei Köderfisch beißt. Ob wir vielleicht einen Trophy-Barsch damit rausziehen können. Als mit dem Regenwurm noch. Ich versuch's mal hier in dem Kraut. Vielleicht kriegen wir auch wieder einen Hechter dran. Auf Köderfisch. Erstmal kriegen wir erstmal hier wieder so einen Hänger. Kennen wir ja schon. So, jetzt warten wir auf den Biss. Mal gucken, ob wir damit vielleicht sogar auch einen Barsch rauskriegen. Denn als Raubfische fressen natürlich auch Fische. Ich mach mal die Bremse voll, ich glaube ein bisschen lockerer. Nicht, dass er irgendwie was Größeres beißt und die Schnur direkt halbiert ist. Ist das ein Zupfer? Ich glaube, so ganz. Ah, da zieht was ab. Direkt mal, direkt mal angeschlagen und der Fisch fliegt bis nach hier. Dann gucken wir mal, was wir da rausziehen. Sieht nach einem Hecht aus, ehrlich gesagt. Jawohl, ein Redfin Pickerel. Den lassen wir natürlich frei. Aber ich wollte eigentlich. Wir versuchen einfach mal das Krautfeld hier vorne. Kann ich so nah werfen? Kriegen wir nicht hin. Wo habe ich denn da entgegengeworfen? Ich kann es euch nicht sagen. Und ich kann nicht mehr auswerfen, oder was? Hallo, Hilfe. Wir wechseln. Angel wechseln kann ich auch nicht mehr. Hänge ich jetzt hier irgendwo fest? Habe ich mich festgebackt? Ja, sieht so aus. Ja, der glaubt halt, ich habe die noch ausgeworfen, aber ich kann auch nicht einkurbeln. Und ich kann nicht mal raus escapen, weil der sagt, die Route ist ausgeworfen. Die kriege ich nicht ausgeworfen jetzt. Da muss ich gleich das Spiel abschießen. Aber soll uns auch egal sein. Wir haben ein paar Barsche gefangen. Sowohl auf Wurm als auf Spinner. Köderfisch, keine Ahnung, werden wir nie erfahren, ob das klappt oder nicht. Vielleicht im anderen Video. In diesem auf jeden Fall nicht mehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir eine neue Fischart erkunden mit ein paar anderen Ködern und die Methoden dann auf diese Fischart ausprobieren. Und bis dahin wünsche ich allen Petri Heil und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.